Als nächstes begrüßen wir Shemil Shainus. Er ist Vorsitzender des Bündnis Islamischer Gemeinden in Bielefeld e.V. Das Bündnis Islamischer Gemeinden ist der Dachverband der Moscheevereine und muslimischen Einrichtungen in Bielefeld und er vertritt etwa 50.000 Muslime in unserer Stadt. Danke sehr. Liebe Gäste, liebe Freunde, der Anblick von hier oben ist in der Tat gigantisch und wir können in der Tat stolz auf unsere Stadt Bielefeld sein. Liebe Freunde, Ali, der vierte Kalif und Schwiegersohn des Propheten Mohammed, sagte, der Mensch mag das nicht, was er nicht kennt. Wenn man sich kennt, merkt man, wie gleich man eigentlich ist. Somit verschwindet das Fremde, anstelle dieser kommt Freundschaft hervor. Daher ist es von großer Bedeutung, das Unbekannte zum Bekannten zu machen. Nur so kann ein friedliches Miteinander gewährleistet werden. Das Fremde und Fremdartige muss nicht etwas Negatives sein. Man darf Charakterschwäche nicht nach der Herkunft ausmachen. Es kann ja nicht am Geburtsort, an den Genen, an der Religion oder an der Ethnie liegen, dass ein Mensch gewalttätig wird, Autos aufschraubt oder Banken ausraubt. Daher müssen wir differenzierter an die Sache herangehen. Wir müssen grundsätzlich davon ausgehen, dass keine Rasse, Ethnie, keine Volksgruppierung und keine Nation schlechter ist als eine andere. Nur so, also auf Augenhöhe, nützt es, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und dieses Kennenlernen, wovon ich spreche, darf nicht nur künstlich stattfinden, auf Veranstaltungen, die auch gut sind. Nein, sie muss im Alltag, in der Schule, auf dem Arbeitsplatz, im Supermarkt, im Kino, auf dem Jahnplatz stattfinden. Nur so können Ängste abgebaut werden. Wenn dieses Kennenlernen im Alltag ausbleibt, dann ist in der Tat das friedliche Miteinander gestört. Wir haben das in der Geschichte öfter schon erlebt. Ibn Khaldun, der Begründer der Soziologie, sagte einmal, die Geschichte wiederholt sich. Ja, sie wiederholt sich, weil der Mensch nicht aus seinen Fehlern in der Vergangenheit lernt. Heute, in der Gegenwart, haben wir es mit rechtsradikalen Gruppierungen zu tun, die von dieser Vergangenheit nicht gelernt haben, die mit verschiedenen Vorwänden, unter anderem gegen Flüchtlinge, Muslime, Juden und den Islam hetzen. Diese Gruppen gibt es gerade da, wo es verschwindend geringe Muslime oder generell geringe Ausländer gibt. Das zeigt doch da, wo es nicht zum Kennenlernen kommt. Diese Gruppierungen sind dann auch noch der Meinung, dass sie das Volk sind. Nein, das sind sie mit Gewissheit nicht. Überall, nicht nur in Bielefeld, erhebt sich die Stimme der Mehrheit. Sie zeigt diesen rechtsradikalen Gruppen, wie das Volk wirklich denkt. Damit übernimmt die Mehrheit Verantwortung. Wir zeigen heute, dass Bielefeld bunt ist und dass es auch so bleiben wird. Und wir sind stolz auf dieses Bunte. Hier in Bielefeld funktioniert die Zusammenarbeit der Menschen aus allen Religionen und Kulturen bestens. Der Prophet Mohammed sagte, alle Menschen sind eine Familie. Wir Bielefelder sind eine Familie. Liebe Freunde, nicht weniger schlimm sind leider die geistlichen Brandstifter. Ich erinnere mich noch, als Ende Juli eine bekannte Zeitung einen Hasskommentar gegenüber dem Islam allgemein abdruckte, haben wir noch am selben Tag gesagt, dass diese Kommentare dazu führen, dass Moscheen brennen. Nur 14 Tage später begann die Serie der Moscheebrandanschläge.
wegen der fehlenden, differenzierten Betrachtung der globalen Ereignisse gab es alleine in der letzten Woche in Deutschland 47, in Frankreich über 50 registrierte Anschläge auf Moscheen. Von vielen besorgten muslimischen Eltern hören wir zudem von Mobbingfällen auf den Schulhöfen. Liebe Freunde, wir wissen, dass solche Taten, Gewalt, Hass, Unterdrückung nur dann stattfinden können, wenn die Mehrheit schweigt. In Deutschland schweigt die Mehrheit nicht. Das Volk zeigt Gesicht, indem es Rassisten, Extremisten die Grenzen zeigt. Auch der Presserat hat übrigens den besagten Hasskommentar der Zeitung gerügt. Liebe Freunde, natürlich verurteilen auch Muslime jegliche Art von Gewalt, Hass, Terrorismus, Extremismus aus dem religiösen Milieu. Natürlich verurteilen auch Muslime jegliche Handlungen, die das Miteinander in der Gesellschaft zerstören. Und auch Muslime versuchen, Radikalisierungen entgegenzuwirken. Jeder, der den Koran gelesen hat oder sich nach dem Leben des Propheten Mohammed orientiert, wird all dies verurteilen. Wir glauben nicht an Gewalt. Diese stehen im völligen Gegensatz zum Frieden, der in unserem Glauben eine so zentrale Rolle spielt. Terroristen haben keine Definitionshoheit über den Islam, sondern die 99,99% der Muslime weltweit, die solche brutalen Banden verabscheuen. Muslime sind keine Terroristen und Terroristen sind keine Muslime. Sie sind schlicht und einfach Terroristen. Wenn diese meinen, im Namen des Islams zu handeln, haben sie die Lehren des Islam verzerrt. Sie haben den Islam nicht verstanden. Denn Gott unterstützt keine Mörder. Diese Mörder fügen nicht nur den Opfern ihrer Handlungen Leid zu, sondern auch allen Gläubigen, denn sie vermitteln ein falsches Verständnis unseres Glaubens. Nur weil jemand sagt, dass er im Namen des Islams handelt, heißt es nicht, dass es auch wirklich so ist. Daher müssen wir uns die Taten anschauen, nicht das, was gesagt wird. Es gibt keinen theologischen Unterbau für Terror oder Gewalt im Islam. Nicht im Koran, nicht im Leben des Propheten. Vielmehr haben wir es hier mit ehemaligen Kriminellen zu tun, die jetzt durch die zerbrochene und fehlende Struktur in vielen Ländern des Nahen Ostens vermeintlich Theologen spielen, indem sie die Theologie, die Religion politisch und ideologisch eindeutig missbrauchen, um Macht und Herrschaft zu erlangen. Wir Muslime dürfen das nicht zulassen. Gleichzeitig dürfen die Taten dieser Mörder nicht dazu führen, 2 Milliarden Muslime weltweit oder 4 Millionen Muslime hier in Deutschland unter Generalverdacht zu stellen. Sonst geben wir sowohl den Terroristen als auch den Rassisten einen Spielraum. Liebe Freunde, die Muslime hier sind deutsche Muslime und vor allem sind sie Bielefelder Muslime. Viele von ihnen werden auch hier begraben werden, vielleicht hier in Sennestadt. Und die Muslime möchten, dass das so wahrgenommen wird. Der Islam ist nicht an eine Ethnie gebunden. Es gibt Muslime aus allen Ländern, Kulturen, Hautfarben der Welt. Und die Muslime setzen sich ein für Einigkeit, Recht und Freiheit. Pressefreiheit und Meinungsfreiheit sind Werte, auf die wir nicht verzichten können und auch nicht verzichten wollen. Abschließend möchte ich mit einem Zitat des Islamgelehrten Said Nursi,
das für uns alle wirklich hier zutrifft. Liebe Freunde, wir sind die Vertreter der Liebe. Für Hass haben wir keine Zeit. Vielen Dank. Liebe Bürgerinnen und Bürger, sehr geehrte Damen und Herren, in Bielefeld gibt es keine Lügenpresse. In Ostwestfalen-Lippe gibt es keine Lügenpresse. Und überhaupt, in ganz NRW und Deutschland gibt es sie nicht, die Lügenpresse. Wir sind heute hier zusammengekommen, um ein deutliches Zeichen gegen Populismus und Islamfeindlichkeit zu setzen. Ein Zeichen für die Freiheit und gegen die aus dem Völkischen und von den Nazis gebrauchte Lügenpresseparole der Pegida. Wir von der NW, alle Mitarbeiter aus Redaktion und Verlag, dazu Geschäftsleitung und Betriebsrat, sind hierher gekommen, um mit unserer Unterstützung deutlich zu machen, dass Bielefeld eine tolerante und weltoffene Stadt ist. Vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse in Frankreich, aber auch der Pegida-Demonstrationen in Deutschland wollen wir eindeutig Stellung beziehen. Wir wollen nicht zulassen, dass islamistische Terroristen mit brutaler und tödlicher Gewalt gegen Journalisten oder wen auch immer unser freies Demonstrationsrecht bedrohen und kassieren. Die Absage von Kundgebungen in Dresden aus Sicherheitsgründen, ganz gleich ob auf der Pegida- oder der Anti-Pegida-Seite, ist für uns inakzeptabel. Mit dem Bekenntnis zu einer freiheitlichen und pluralistischen Gesellschaft verteidigen wir nicht zuletzt die Grundlage unserer täglichen Arbeit. Gerade unserem Medienhaus ist der Wert der Meinungs- und Pressefreiheit vor dem Hintergrund unserer Geschichte sehr bewusst. Wir haben zugleich ein ganz besonderes Interesse an einer Kultur der Offenheit und der Toleranz. Sie ist das Fundament für das respektvolle Miteinander der Menschen in unserer Region, denen wir uns als NW verpflichtet fühlen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NW-Unternehmensgruppe bekräftigen mit ihrer Teilnahme heute Abend hier die klare Haltung unseres Hauses gegen Rassismus und gegen Intoleranz. Ich danke Ihnen. Ist Ihnen schon mal direkt vorgeworfen worden, dass Sie eine Lügenpresse sind? Ist Ihnen da schon mal direkt vorgeworfen worden, dass Sie auch eine Lügenpresse wären? Ich habe das weiter nicht verstanden. Ob Ihnen auch schon mal vorgeworfen ist, dass Sie auch eine Lügenpresse wären? Ja, es kommt häufig. Ja? Es gibt eindeutige Leserbriefe in die Richtung. In Bezug auf Pegida allgemein? Es gibt Leute, die uns anschreiben, inzwischen auch nicht mehr anonym, sondern auch mit Namen gezeichnet, die auf der Ebene von Pegida argumentieren. Würden Sie einmal... Bitte? Für wen machen Sie das? Bielefeld.vision heißt die Website, die ganz neu ist. Okay. Würden Sie mit den Gründern von... Was heißt Bielefeld.vision? www. Ja, was heißt das denn? Eine Internetseite. Ja. Über alles in Bielefeld. Von wem? Von mir. Sie persönlich? Richtig. Okay. Telefon 123456, kennen Sie gar nicht? Ich habe bei Ihnen früher viel inseriert. Okay. Umzüge Bielefeld war das früher. Würden Sie mit einem der Begründer von Bielefeld auch mal darüber diskutieren? Mit einem der was? Mit einem, mit einem der Begründer von Pegida. Ich habe mit dem Herrn ein Interview mal gemacht. Viele denken ja, dass das die einen oder anderen sind, die in den Medien sind. Tatsächlich steckt ja, nach meiner Erfahrung, Pro Köln. Auch die Gruppe von Pro Köln, Pro NRW da. Da kann ich keinen Blankoscheck für, keine Blankovollmacht vergeben. Da muss ich sehr genau wissen, wer das ist und was er will. Weil ich glaube, ich habe auch inzwischen mit Pegida-Leuten schon Kontakt gehabt. Auch Leute, die mich angeschrieben haben. Es gibt eine bestimmte Gesprächsebene, die ist inakzeptabel. Ja. Und darauf begebe ich mich auch. Ja. Gut, danke. Ja.